Ich komme dich besuchen, Franz, so oft es geht. Glaub mir bitte, das ist das Beste für dich. Wenn du dich erstmal eingelebt hast, dann wirst du dich hier sicher sehr wohl fühlen. Tja. Also denn, Klaus wartet auf mich. Tisch, ein Stuhl, ein Bett. Was will der Mensch mehr? Herbst. Dein letzter Herbst, Franz Maus. Schön, das Gold in den Bäumen. Die Röntgenbilder. Und das Gewisper auf dem Gang im Krankenhaus, das sagt doch alles. Na also, was sonst als das Haus Lebensabend wäre denn noch für dich in Frage gekommen? Anne und Klaus, na Gott soll mich bewahren, den möchte ich nicht mal als Hund in die Hände fallen. Behütet im Alter, gute Betreuung in der Endpflege, na das läuft einem doch wie Honig über die Zunge. Sie haben Glück. Zufällig ist gerade ein Platz frei geworden. Glück. Bequeme Zimmer, großer Garten, Besucherparkplatz, Rampen für die Rollstuhlfahrer. Perfekt. Behindertengerecht eingerichtete Toiletten, Beschäftigungstherapie, Massageabteilung, Kiosk und Friseur und hübsche Krankenschwestern. Bis zum letzten Tag werde ich die nun um mich haben. Diese unschuldigen Engel. Bis zum letzten Atemzug. Eines Tages werden sie unter der Decke meine Füße anfassen, die schon kalt geworden sind. Hören Sie uns noch am Haus? Ja, ich höre noch. Ich werde es euch noch allen zeigen. Und auf das Bastelzimmer pfeife ich! Herr Maus, geht's Ihnen nicht gut? Doch, doch, doch. Ich wollte nur mal ausprobieren, ob wenigstens meine Stimmbänder noch funktionieren. Ah ja. Also um 17:30 ist Abendbrot. Und anschließend komme ich dann nochmal, um alles zu bereden. Was alles? Na, Sie wohnen jetzt bei uns. Und am Anfang gibt es immer einiges zu regeln. So Grundsätzliches, was erlaubt ist und was nicht. Und alles andere. Für mich ist ja schon alles geklärt. Ich bin jetzt im Haus Lebensabend und warte auf den Tod. Na bitte, das funktioniert doch. Zumindest eine Waffe habe ich noch gegen euch, das Wort Tod. Tod! Tod! Ich werde es benutzen, gnadenlos einsetzen gegen Volkstanz und Chorsingen. Theaterbesuch im Seniorenbus. Na komm, was willst du denn? Du bist versorgt, alter Junge. Wenn du bei Tisch einen Schwächeanfall allein bist, dann werden die anderen sofort anfangen zu schreien. Sie werden dich in dein Zimmer tragen, Blutdruck messen, deinen Arm tätscheln. Sind ja alle wahnsinnig freundlich hier. Dir kann überhaupt nichts mehr passieren. So. Geboren? Ja. 9.9.36 Kiel. Da kann man ja fast noch gratulieren. Wieso? Heute ist der 13. Weiter? Mit 12 Jahren. Kinderlähmung. Eine jüngere Schwester, seit 10 Jahren tot. Ledig, Journalist, letzter Wohnort Lüneburg. Krankheiten? Magenkrebs. Das weiß ich.
Ich meinte vorher. Kinderlähmung. Verwandte? Nichte Anne Harder und Ehemann Klaus wohnhaft in Ellerbeck. Ziemlich weit weg. Ein Glück. Die Hausordnung. Lassen Sie sich Zeit. Die Hauptsache, 21.30 Uhr Zapfenstreich, längere Besuche für Sie, bloß mit Genehmigung. Sonntagsandacht, 8 Uhr, großer Saal. Gute Nacht, Herr Maus. Gute Nacht, Herr Maus. Komm, jetzt lass dich nicht unterkriegen. XXX, doch genial. Der Anfang für ein Lebensabendmanifest. Bis jetzt hatte ich ja noch gar nicht kapiert, dass ich alt bin. Ich habe den Kindern beim Spielen zugesehen, mich im Supermarkt mit anderen Leuten unterhalten, abends in Rudis Eck mein Bier getrunken, ab und zu sogar noch mal einen kleinen Artikel geschrieben. Bei den Kollegen in der Redaktion hatte ich ja immer noch Freunde. Und jetzt? Ausgeixt. In einer alten Stadt in Verwahrung genommen. Unter Leute geraten, die nicht mehr allein leben dürfen, weil das angeblich zu gefährlich für sie ist und andere Leute sich sonst dauernd Sorgen um sie machen müssen. Alle jungen Leute hier tragen Kittel und sind altkluge Grünschnäbel, die in Medizinerlatein gackern. Oder Besucher. Bloß ganz schnell mal rein, bepackt mit Beuteln, die sie den Alten vor die Füße kippen. Dabei sehen sie auf die Uhr und... Weg sind sie wieder. Einfach unglaublich, dieser Dauerurlaub für Greise. Dieses Pauschalangebot ohne Rückfahrkarte. Aus diesem Robinson-Club hier kommst du nur noch mit den Füßen voraus wieder weg. Und das Schlimmste sind die Mahlzeiten. Streng organisierte Abfütterung. Mit Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch. Unerträglich, wie Menschen eng aneinandergepackt essen müssen, die sich gegenseitig nicht zu Tisch geladen haben. Diese neidischen Blicke mit gierigen Augen, diese hastig in sich reinstopfen, dieses Schlabbern und Sabbern und Husten. Genau abgemessen sind die Portionen auf Tischen, die vom ewigen Wischen immer zu feucht sind. Und das Gesabbel! Über das Essen, das Wetter, die undankbaren Kinder, die unerzogenen Enkel. Einmal noch ein weichgekochtes Frühstücksei, eine aufgeschlagene Zeitung, eine Tasse Kaffee. An meinem unaufgeräumten Küchentisch, so lang ich will. Einmal noch ein scharfes Currybeef. Nachts bei einmal noch eine Flasche Wein. Diese mischuggene Frau Schröder, geschminkt bis an die Waden, frisch onduliert. Zwischen Rollstühlen und Totenbahn wollte sie mit mir flirten, steuert mit ihrem Gehwagen direkt auf mich los. Entschuldigung, gefall ich Ihnen? Zuerst habe ich ja noch gelogen. Ja, natürlich. Och nee, Sie lügen doch. Ja, ja, Entschuldigung, Sie haben recht. Sie sehen wirklich grauenhaft aus. Soll ich Ihnen Ratschlag geben? Ziehen Sie sich eine graue Haube über den Kopf. Nehmen Sie die Bibel zur Hand. Wir haben nicht mehr viel Zeit, uns für das Jenseits zu rüsten. Ja, 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 es ist ein bisschen happig, das gebe ich zu. Aber wie am Spieß hat sie gebrüllt. Mörder! Mörder! Dabei ihren Gehwagen immer wieder gegen den Friseursalon gerammt. Josephine kam angerannt, machte mir Vorwürfe.
Die kriegte sie jetzt auch mit der doppelten Portion nicht wieder ein. Dann hat sie mich in mein Zimmer geschoben und die Tür hinter mir zugeknallt. Genauso wie meine Mutter. Wenn sie meinte, sie müsste dem kleinen Franz mal wieder eine stumme Lektion erteilen. Du solltest nun abhauen, Franz. Ehe es zu spät ist. Hallo, Jungs. Suche Brieffreundschaft in Deutschland. Marie Winter. Eine Adresse in Athen. Eigentlich kann ich den Maus verstehen. Die Schröders Mischung. Allein ihre Berühmten. Wie können Sie Gewalttätigkeiten unter den Heimbewohnern gutheißen, liebe Kollegin? Das geht doch nicht. Wo soll sowas hinführen? Hm? Er hat sie nicht angefasst. Bist du sicher? Ich hab's doch gesehen. Die Schröder ist hysterisch, an die kommt keiner mehr ran. Bingo. Liebes Fräulein Winter. Lassen wir es einfach so. Höflichkeit ist doch wieder in Mode. Heute lasse ich das Anzeichen. Ich bin 19 Jahre alt und arbeite seit Mitte September als Pfleger in einem Altenheim. Die Arbeit ist ziemlich anstrengend, aber sie macht auch Freude. Was machen Sie in Athen? Was für eine Haarfarbe haben Sie? Meine Haare sind schwarz. So viel für heute. Ich bin sehr gespannt, ob Sie mir antworten. Wie alle Zivis wohne ich zurzeit auch hier. Beste Grüße. Franz Maus. Einsamkeit. Dieser Zustand, den du nicht beschreiben kannst. Du wachst auf aus der Ohnmacht, die das Leben ist, und kommst zu dir selbst. Vorbei. Hier weiß keiner, was das wert ist. Andauernd steht jemand in deinem Zimmer, sagt, erklärt oder verordnet irgendwas. Draußen auf dem Gang schlurft und tappt. Klappert es. Unsichtbare Hände tasten sich am Türblatt entlang. Die ganze Nacht hindurch klingeln und Toiletten spülen. Kein Traum wird hier mehr zu Ende geträumt. Bitte nenn mich nicht Fräulein, das finde ich schrecklich. Toll, dass du dich so schnell gemeldet hast, aber du kannst ruhig ein bisschen lockerer schreiben. Vor allem auf das Sie kann ich verzichten. Gibst dich wohl viel mit Alten ab. Umso besser, wenn wir uns jetzt schreiben. Ich habe rote Haare. Außerdem bin ich etwas kräftiger gebaut, damit du weißt, woran du bist. Schon seit Mitte August lebe ich mit meinen Eltern in Athen. Mein Vater ist Ingenieur. Seine Firma hat ihn hierher geschickt. Wir bleiben auf jeden Fall 3 Jahre. Vielleicht auch länger. Ich bin nicht so begeistert. Aber er hatte keine andere Wahl. Ich vermisse meine Freunde. Wir haben in der Nähe von Hannover gewohnt. Und ehe ich's vergesse, ich bin 16. Marie. PS. Freue mich schon auf deinen nächsten Brief. 11 Tage.
Fünf Tage hin, fünf Tage zurück, einer dazwischen. Ab und zu wird es auch länger dauern. Ach, das werde ich doch irgendwie schaffen. Abhauen, Franz, kannst du immer noch. Ja, wenn du die Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sehen besser aus, Herr Maus. Haben Sie sich langsam eingelebt bei uns? Wir haben ja auch Post bekommen. Was? Sie auch? Sie an. Wie aufregend. Ich kann die nicht ausstehen, die beiden. Die Frau Doktor hier, diese Karbolziege. Mit ihren kalten Knochenfingern. Zweimal die Woche kommt sie früh morgens ohne anzuklopfen in mein Zimmer. Taxiert mich. Stinkt nach Desinfektionsmittel. Und den Jungen hier, den könnte ich gleich auf der Stelle. Frech. Anfang 20. Kräftig gebaut. So wie sich junge Frauen, junge Männer wünschen. Genau das Gegenteil von Franz Maus. Liebe Marie. Liebe Marie, vielen Dank für deinen Brief. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Und du kannst sicher sein, ich wäre wahnsinnig gerne in Athen. Aber stattdessen muss ich mich hier im kalten Norden mit den alten Leuten plagen. Besonders schwierig ist der Umgang mit einem der alten Männer. Er hat denselben Vornamen wie ich und der Nachname ist nur umgedreht. Saum. Franz Saum. Er ist 72 Jahre alt und hat Magenkrebs. Unheilbar. Noch kann er ganz gut herumlaufen, ist aber ziemlich renitent. Geht weder in den Fernsehraum noch in die Bastelstube. Hockt stattdessen den lieben langen Tag allein vor seiner Schreibmaschine. Früher war er Journalist. Aber jetzt fällt ihm nichts mehr ein. Eigentlich tragisch. Trotzdem, ich kann ihn nicht leiden. Heute Abend fahre ich mit dem Bus in die Disco. Mal ein bisschen auf den Putz hauen. Morgen habe ich erst Spätdienst. Aber ich verspreche dir, nur mit rothaarigen Mädchen zu tanzen. Und die sind, wie du weißt, sehr selten. Morgen schreibe ich dir noch, wie es war. Das war Josephines Idee. Eine Schnapsidee. Ich habe doch tatsächlich das Konzert Barockmusik auf Blockflöten besucht. Hier im Saal. Drei junge Damen haben gespielt. Die Vorhänge zugezogen, alle Tische an die Seite geräumt. Podium, erste Reihe für die Rollstuhlfahrer, gleich dahinter dann die Gehwagen und die Krücken und die Stöcke und dann noch ein paar Reihen Stühle für die Freigänger. Und dann natürlich Ringe, die an dürren Fingern zu weit geworden sind, klappern auf den Metallarmstützen von den Rollstühlen grauenvoll und dann Einzug der jungen Dame, ein unglaublicher Anblick. Diese monoton sich wiegenden, braven, weißen Blusen. Und dazu dann noch dieser süßliche Geruch um mich rum. Oh Gott, was war mir schlecht. Zu dösig, dass ich beim Rausrennen mit meinem Hinkebein an einer Krücke hängen geblieben bin. Gleich zwei Rennfahrer sind mit mir zusammen zu Boden gegangen. Hallo, Rambo. Hat heute Morgen beim Frühstück einer zu mir gesagt. Das ist noch nicht schlecht. Rambo. Fortsetzung. Fortsetzung. In der Disco war es toll. Hard Rock. Aus Spaß habe ich zum Schluss ein bisschen randaliert. Aber, naja, an mich kommt eben keiner ran. Ich bin ziemlich groß und kann extrem gut boxen. Lass bald wieder von dir hören. Dein Franz. Deine kaputte Hüfte, Franz, macht überhaupt nichts. Hat Edith immer zu mir gesagt. Im Leben kommt's auf ganz andere Dinge an.
Und weg war sie. Boxen finde ich gut, aber lass dir keine reinhauen. Auf gebrochene Nasen stehe ich absolut nicht. Wie ist das Wetter bei euch? Bei uns regnet's, aber es ist noch nicht kalt. Viele baden hier noch. Nicht schlecht für November, hm? Ich gehe auf die deutsche Schule, aber fast alle in meiner Klasse sind Griechen. Die paar Deutschen sind total langweilige Typen. Alles Kinder von Diplomaten, Ingenieuren und Lehrern. Am liebsten würde ich Weihnachten meine Oma besuchen. Die wohnt jetzt in unserem Haus. Aber meine Eltern meinen, ich soll mich hier erstmal richtig einleben. Außerdem ist die Reise zu teuer. In die Disco darf ich auch noch nicht. Total öde hier in Athen. Liebe Grüße, Marie. PS, benutzt du eigentlich die Schreibmaschine von Herrn Saum? Echt altmodisch, die Schrift. Ein neues Farbband müsste her. Guten Morgen, Herr Maus. Guten Morgen, Herr Maus. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Bloß weil Totensonntag ist? Lassen Sie den Kopf mal nicht hängen. Das dauert noch bei Ihnen. Alles okay. Und nun lachen Sie mal wieder. Es gibt auch gleich Besuch. Können Sie mir vielleicht ein neues Farbband besorgen, wenn es sowas überhaupt noch gibt? Machen wir. Hallo, Franz. Du kommst zu früh. Was? Heute besucht man die Toten. Noch gehöre ich nicht dazu. Franz, bitte. Ich hab gedacht, du freust dich. Früher konnte ich wirklich nicht kommen. In der Schule rüsten wir uns wie verrückt für den Weihnachtsmarkt. Seitdem wir dich hier untergebracht haben, hatte ich noch kein Wochenende für mich. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Mir geht's gut. Das Haus wird ordentlich geführt. Ich bin krank. Wer sollte denn anders für mich sorgen? Komm hier doch nicht, Anne. Auf dem Friedhof, am Grab deiner Mutter, solltest du dich mal so richtig ausheulen. Wollen wir hinfahren? Wie kannst du nur gemein sein, Franz? Und der Friedhof, der ist viel zu weit für dich. Das würde dich viel zu sehr anstrengen. Du könntest ihr Blumen bringen. Wie lange ist sie nun eigentlich schon tot? Ich weiß es nicht. Franz, du hör auf damit. Hör endlich auf. Ich hab dir Kuchen mitgebracht. Hier, Streusel. Freust du dich? Ich hab Magenkrebs, meine Liebe. Deine Streusel würden mir im Hals stecken bleiben. Du kannst nichts mehr essen? Seit wann denn? Und warum hat mir denn niemand Bescheid gesagt? Wozu? Willst du herkommen und mich füttern? Das wird zwecklos. Alte Leute sind doch keine kleinen Kinder. Ich verstehe dich nicht. Ich weiß, Anne, mach dir nichts draus. Wir haben uns noch nie verstanden. Warum sollten wir uns jetzt plötzlich verstehen, wo ich alt geworden bin und krank? Und auch als ich deine Mutter das Leben genommen hat. Nebenbei, vor genau 10 Jahren. Da hast du auch nichts verstanden. Und damit du Bescheid weißt, ich werde ihr Grab besuchen. Sozusagen das letzte Mal von dieser Seite aus. Nimm deinen Streusel mal wieder mit. Klaus wird sich bestimmt darüber freuen. Klaus macht kein Streusel. Ach, der auch nicht. Liebe Marie. Liebe Marie, 10 Tage war dein Brief unterwegs. Es war kaum zum Aushalten. Das Wetter hier. Nebel, Nieselregen, überall nasses Laub. Die Alten latschen das kübelweise ins Haus. Viele von ihnen werden jetzt depressiv, brabbeln vom Tod und vom Sterben. Allen voran Herr Saum. Der spinnt jetzt auch schon, redet ständig von früher. Das kann ich nicht leiden. Mich ekeln Geschichten von früher an. Dafür ist mir die Zeit zu schade.
Mich interessieren ganz andere Sachen. Zum Beispiel Motorräder oder Autos. Aber zurzeit kann ich mir nicht mal eine neue Schreibung finden. Einen Computer leisten. Wenn mir doch mal einer was vererbte. Die Alten haben eh zu viel. Sobald meine Zeit hier rum ist, hau ich ab. Nach Australien. Mein Onkel besitzt dort eine Farm und kann mich brauchen. Vor Weihnachten habe ich Schiss. Da werden ja alle sentimental. Viel lieber wäre ich in Athen. Erwarten Sie jemanden? Ja, ja, den Briefträger. Ich erwarte Post aus Athen schon seit 5 Tagen. Aus Athen? Mhm. Darf ich mich setzen? Ja, ja, bitte, bitte. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Mit? Ich dachte, Sie hätten da was am Auge. Danke, nicht nötig. Achten Sie einfach nicht weiter darauf, das habe ich schon von Kindheit an. Ja, sozusagen ein kleiner Schönheitsfehler. Ach so, naja, das kenne ich. Bei mir ist es allerdings die Hüfte, nicht das Auge, aber die Hänselei. Ne? Naja, lassen wir das. Wir wären eigentlich ein ganz hübsches Paar geworden. Hinken und Augenzucken. Entschuldigung, Sie sind ja viel jünger als ich. Herr Maus, ich wollte mich mal mit Ihnen unterhalten. Bei der Visite haben wir immer so wenig Zeit. Sie müssen sich keine Sorgen um mich machen, Frau Doktor. Alte Leute werden wunderlich, das wissen Sie doch. Und wenn ich gestern mit meiner Nichte den Tod angesprochen habe, dann müssen Sie nicht befürchten, dass ich morgen am Fensterkreuz hänge. Der Tod ist mir doch sowieso gewiss. Herr Maus, Ihnen übrigens auch. Ein bisschen später, vermutlich. Herr Maus, darf ich fragen, wie alt Sie sind? 36. Und Sie fühlen sich insgesamt wohl hier? Herr Maus, wie kommen Sie darauf anzunehmen, dass Ihre Nichte mich geschickt hat? Ich habe die Angst in Annes Augen gesehen. Und wenn ich auch nicht promoviert habe, weiß ich doch so ein bisschen im Leben Bescheid. Vielleicht werde ich bald noch mehr wissen. Mehr als Sie. Zum Beispiel? Wie es drüben aussieht. Soll ich Ihnen davon berichten? Kommen Sie einfach her, wenn ich gestorben bin. Ich sage Ihnen dann alles. Na, Sie nehmen doch nicht etwa an, dass drüben Schluss ist? Darüber reden Sie am besten mit dem Pastor, Herr Maus. Das ist nicht mein Gebiet. Also dann. Für Sie, Herr Maus. Na, endlich. Was halten Sie eigentlich von ihm? Er hat noch Geheimnisse. Na gut. Sicherheitshalber werde ich aber öfter nach ihm sehen. Sonst kratzt mir die Nichte die Augen aus, wenn was passiert. Ja. Schreckliche Person. Ja. 8 Tage Post. Eigentlich war nur ein Wochenendausflug geplant. Aber dann gab es Sturm und wir mussten bleiben. Alle Hotels überfüllt. Wir haben bei einer Familie übernachtet. 2 süße Kinder. Mein Vater hat ständig versucht, seine Firma anzurufen. Aber nicht mal das ging. Nichts ging mehr. Die ganze Zeit ist er wie ein eingesperrter Tiger am Anleger auf- und abgerannt. Die Zwangsverbannung hat ihn total geschafft. Ziemlich lustig, ihn mal so hilflos zu sehen. Australien wäre nicht schlecht. Da wollte ich schon immer mal hin. Nimm mich doch mit. Ja. Du müsstest allerdings noch ein bisschen warten. Ich will doch erst Abitur machen. Ich habe meinen Eltern von dir erzählt. Und mein Vater hat gemeint, du sollst ein bisschen mehr Geduld mit den Alten haben, denn wir wissen ja alle nicht, wie wir später mal... Hör doch bloß auf mich. Nimm mir meinen Kommentar über die Schreibmaschine nicht übel und lass es dir gut gehen, trotz Regen. Bis bald, Marie. Hier, hat noch geklappt. Oh, danke, Josephine. Bitte? Vielen Dank. Schreiben Sie das auf die Portoliste. Und dann noch was. Ja? Können Sie mich vielleicht bei Gelegenheit mal zu meiner Schwester fahren? Wenn sie nicht in Athen wohnt, kein Problem. Nein, nein, nein. So weit ist das nicht. Wie weit denn? Also circa 30 Kilometer. Waldfriedhof. Tja,
Ich hab's doch gewusst. Bei Ihnen steckt immer was dahinter, Herr Maus. Aber ich bleib dabei. Sonntag. Und wir bringen ihr eine Kerze mit, ja? Zum ersten Advent. Wie gut, dass es nur ein Sturm war. Ich habe mir schreckliche Sorgen gemacht. Außerdem bin ich wahnsinnig eifersüchtig. Sonntag habe ich frei. Fahre mit einer Kollegin auf einen Basar nach Lüneburg. Zugunsten von Waisenkindern im Irak. Mehr ist nicht drin. Ich spare jetzt auf einen Sportwagen mit roten Ledersitzen. Gestern stand so einer auf dem Besucherparkplatz. Geil. Geil. Und natürlich für Australien. Klar nehme ich dich mit. Über Termine können wir ja noch reden. Mach dir keine Sorgen wegen der Kollegin. Ich liebe nur dich. Rasant, rasant. Ob sie dir das abnehmen wird? Graureif auf dem Grabstein. Nebelschwaden zwischen den Wacholdersträuchern. Nasses Laub auf den Wegen. Die Blumen vom toten Sonntag schon hin. Die Schleifen farblos und schlaff. Ich liebe Friedhöfe im November. Kalt. Das Eisengitter am Tor war eiskalt. Wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Was? Das gibt's doch nicht. Versuchen Sie, sich zu erinnern, Herr Maus. Das würde nichts nützen, Josephine. Ich bin noch nie hier gewesen. Das kann doch nicht wahr sein. Sie bitten mich, Sie zum Grab Ihrer Schwester zu fahren? Und jetzt wissen Sie nicht mal, wo das ist? Sind wir vielleicht auch noch auf dem falschen Friedhof? Nein, 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 das nicht. Nein. Waren Sie denn nicht zur Beerdigung? Nein. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Zur Beerdigung Ihrer Schwester sind Sie nicht gegangen? Und jetzt auf einmal wollen Sie zu Ihrem Grab? Ich wollte zu den Toten, Josephine. Mich sozusagen schon mal vorstellen. Aber Ihnen das vorher zu erklären, das war mir zu kompliziert. Auf einen bestimmten Toten kommt es dabei nämlich gar nicht an. Meine Schwester liegt hier irgendwo in guter Gesellschaft. Unter Leuten, die wahrscheinlich glücklicher waren als sie. Mit 50 hat sie sich in einen jungen Maler verliebt. Und als der nach Australien ausgewandert ist, da hat sie sich das Leben genommen. Ich hatte Verständnis dafür. Ihr Mann war Pastor. Alles musste seine Ordnung haben. Meine Nichte ist genauso wie ihr Vater. Aber meine Schwester war anders. Die wollte auch mal was erleben. Wahrscheinlich hat es genügt, dass er nach Terpentinöl gerochen hat. Und nicht nach Stearin und Bibelkreis. In der Todesanzeige stand plötzliches Herzversagen. Darum bin ich nicht zum Begräbnis gegangen. Ich hasse Lügen. Und? Was machen wir nun? Wir fahren zurück. Sie in Ihr Arbeitsleben und ich in meinen Lebensabend. Herr Maus! Na endlich, da sind wir ja wieder. Herr Maus, um Missverständnissen vorzubeugen, Jochen Schmalz hat Sie aus dem Auto getragen, nicht ich. Glauben Sie denn,
Nein, 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 da liegen Sie ja noch ganz, ganz schief. Ich liebe nur Marie. Marie Winter. Jugendfreundin in Athen. Dann ist ja alles in Ordnung. Wenn Sie was brauchen, klingeln Sie, ja? Liebste Marie. Liebste Marie. Vorhin war mir so wie vorher noch nie. Ach, Quatsch! Hier hält dich doch für verrückt. Hier. Habe ich vergessen. War gestern schon gekommen. Tut mir leid. Soweit alles okay bei uns? Lieber Franz, nun mal halblang mit deinen Liebesschwüren. Wir kennen uns ja noch gar nicht. Überhaupt, Liebe, ich weiß nicht. Magst du Marzipan? Meine Großmutter hat mir zu Nikolaus Marzipankartoffeln geschickt. Hab mich riesig gefreut. Sowas gibt's hier nämlich nicht. Überhaupt haben die Griechen mit Advent und Weihnachten anscheinend nicht viel am Hut. Wie war's denn auf dem Basar mit deiner Kollegin? Nur, dass du's weißt, ich bin wahnsinnig eifersüchtig. Ist das vielleicht Liebe? Egal. Wenn du dir einen Sportwagen anschaffst und sie herumkutschierst, schreibe ich nie wieder. Aber mein Vater sagt, Zivis verdienen nicht so viel, also droht wohl keine Gefahr. Würdest dich nicht reizen, Medizin zu studieren? Du hast doch jetzt eine Riesenerfahrung mit Kranken, meint mein Vater. Hast du Abi? Warum erzählst du so wenig von dir und deiner Familie? Ich möchte gern viel mehr von dir wissen, weil ich glaube, ich mag dich. Schreib bald, Marie. Das hätte ich mir doch denken können. Die Eltern. So klar, dass die mehr wissen wollen von dem jungen Mann, der ihrer Tochter Briefe schreibt und sie ihm. Überhaupt eher ungewöhnlich heute. Du solltest jetzt aufhören. Sofort. Du kriegst schon Kost. Das ist doch alles Wahnsinn. Der Zeiger ist weit fortgeschritten. Dank für deinen Brief. Ich bin sehr traurig. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Ob es wohl damit zusammenhängt, dass es Herrn Saum immer schlechter geht? Übrigens, Marzipankartoffeln mag ich nicht. Bleiben Sie doch liegen. Darf ich Ihnen vielleicht Ihre Decke? Nein, nein, nicht nötig. Außerdem sitze ich lieber, wenn ich mich unterhalte.
Ist aber doch ziemlich unbequem für Sie. Ja, anders geht's ja noch nicht mehr. Ich besitze ja nicht mal mehr einen zweiten Stuhl. Sie hätten mich eben eher besuchen sollen, bei mir zu Hause. Als ich noch ein Mensch war. Noch kein Heimbewohner im Haus Lebensabend. Damals hatte ich sogar ein gemütliches Sofa. Und auf dem hatte ich so manches nette Stündchen. Nicht nur alleine. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Wie geht es Ihnen heute, Herr Maus? Sie brauchen mir nichts zu beichten. Ich bin kein Priester, wie wir bereits festgestellt haben. Der Friedhofsbesuch ging irgendwie schief? Würden Sie mir einen Gefallen tun? Gern. Dann möchte ich Sie bitten, den Brief noch heute für mich einzuwerfen. Sonst nichts? Nein. Also dann? Danke. Bis nächstes Jahr. Ich fahre jetzt ein paar Wochen Ski. Machen Sie uns keine Sorgen, ja? Meine Vertretung wird Ihnen gefallen. Noch ziemlich jung. Was ist denn passiert? Was sollte denn der traurige Brief? Hoffentlich kann dich das Foto ein bisschen aufheitern. Sei nicht so deprimiert und schick mir auch mal was. Es müssen ja keine Marzipankartoffeln sein. In Eile, weil ich noch ganz viele Päckchen packen muss. Marie. Marie. Jetzt weiß ich doch wenigstens, wie du aussiehst. Rote Haare. Kräftig gebaut. Bis auf die Sommersprossen hast du nichts verschwiegen. Ja, das wissen wir. Sie können ganz sicher sein, dass... Oh, einen Moment bitte. Hey, ein scharfes Bild? Darf ich mal? So weit kommt's doch mal, Schuhkart. Mann, Sie brauchen sich hier doch nicht zu schämen. Was meinen Sie, was ich schon alles in den Nachtschrecken gefunden habe? Das ist ein Ferngespräch. Was fragst du mich? Ich wollte nur sicher gehen, dass Sie dir das bestellt haben. Wegen mir müsst ihr euch die Mühe nicht machen. Ich habe sowieso viel zu tun und ich habe ja auch nicht mehr viel Zeit. Franz, morgen ist Weihnachten. Ja, ich weiß. Na also, dann bis morgen. Herr Maus! Herr Maus? Herr Maus? Saum. Ich heiße Saum. Er bringt schon alles durcheinander. Das hat nichts zu sagen, das gibt sich wieder. Erstmal ist er wohl über den Berg. Intensivstation und heute schon wieder raus aus dem Bett. Das geht nicht, Herr Maus. Lassen Sie sich Zeit. Ich muss ganz dringend einen Brief schreiben. Mm-mm. Wie geht's Herrn Saum? Saum? Kenne ich nicht. Bringen wir da vielleicht ein bisschen was durcheinander, Herr Maus? Wir? Wenn Sie wollen, tippe ich Ihnen morgen den Brief. Einverstanden? Wenn ich sie nicht hätte. Vorsichtig, sonst wird Marie eifersüchtig. Das Foto. Wo ist das Foto? Herr Maus. Wo ist das Foto? Ich dachte, Sie wollen aufs Klo. Was für ein Foto? Nein. Nein, ich wollte sagen, die Hose. Wo ist meine Hose? Hat sie aber doch ganz schön umgehauen, Herr Maus, was? Nach Tante Maya können wir aber auch ohne Hose. Ja, Sie vielleicht. Oh, wie süß. Habe ich also doch recht.
Die anderen meinen nämlich, sie sind schwul gewesen. Was heißt denn gewesen? Naja, ist ja auch egal. Jetzt mal ein bisschen zackig, ich hab nicht bloß sie zu versorgen. Nicht so schnell. Liebe Marie. Hab ich schon. Gestern war ich krank, aber heute ist alles überstanden. Auch Weihnachten. Hoffentlich hattest du es schön. Immer. Komischer Brief. Ich will nicht, dass sie sich Sorgen macht. Adresse? Marie Winter. Alles in Druckbuchstaben, bitte. Mhm. Marie Winter, Odosev Kledu. Kledu mit V und OU. 13. Athen Kifissia, 1S. Griechenland. Werfen Sie ihn ein. Auf der Stelle. So, das hätten wir. Wenn 4 Zimmerwände zum Horizont werden, wird das Leben problematisch. Die Außenwelt, ein helles Rechteck. Ein schwarzes Kreuz unterteilt es in 4 Felder. Alle 4 durchkreuzen Vogelschwärme. Und nachts die Sterne. Gestern zum ersten Mal Schneeflocken. Wie im Märchen, hat Josephine gesagt. Und mir dann mitgeteilt, dass ich jetzt einen Gehwagen krieg, aus Sicherheitsgründen. Bloß bis ich wieder stabil sei. Stabil. Schon seit Weihnachten warte ich auf einen Brief. Hast du mein Foto nicht bekommen? Warum antwortest du nicht? Hab ich dir nicht gefallen? Du wusstest doch. Ich bin ganz verwirrt. Die 4 Zeilen nach deiner Weihnachtsparty habe ich nicht kapiert. Soll ich lieber nicht mehr schreiben? Am besten du sagst es gleich, dann machen wir nämlich besser sofort Schluss. Marie. Wo war ich? Was ist denn passiert? Ich muss ganz dringend... Kein Mensch weit und breit. Sonst laufen sie alle andauernd hin und her. Aber wenn man einmal Hilfe braucht... Hallo! 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 Buongiorno, Signore. Darf ich Ihnen helfen? Buratti. Wie bitte? Ich habe gefragt, ob ich Ihnen helfen kann. Und dann heiße ich Buratti. Brunhilde Buratti. Angenehm. Saum, Franz Saum. Ach, na, Sie haben doch... Wenigstens nicht so kalte Knochenfinger wie die Frau Doktor hier, diese Kabulziege. Danke, danke, vielen Dank. Dafür nicht, Herr Saum. Nachbarschaftshilfe versteht sich doch von selbst. Und auf diese Art haben wir uns nun endlich mal kennengelernt. Seit Neujahr wohne ich hier nebenan. Wenn Sie was brauchen sollten, klopfen Sie einfach an die Wand. Na ja, 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 ich brauche ganz dringend ein Geschenk. Ein Geschenk?
Weihnachten ist doch schon längst vorbei. Ja, ja, das weiß ich, aber trotzdem. Und es muss in einen Briefumschlag passen. Eine Herzenssache? Ja, ja, das könnte man so sagen. Warten Sie. Na, die ist doch wenigstens lebenspraktisch. Stellt sich nicht so weltfremd an wie die Pfleger hier. Nach deren Meinung spielt sich ja bei Menschen über 65 nichts mehr ab. Na? Ich weiß ja gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Liebe Nachbarin. Besuchen Sie mich doch mal. Mein eifersüchtiger Paolo wird zwar vor Wut schäumen, aber nun kann er mir nichts mehr. Er ist tot, seit 2 Monaten. Liebe Marie, bitte verzeih. Es war eine furchtbare Zeit. Der alte Saum hat mich rund um die Uhr auf Trab gehalten. Erst 2 Tage Intensivstation, dann fast 14 Tage Krise. Aber allmählich geht es ihm besser. Zur Sicherheit bekommt er demnächst einen Gehwagen. Dann muss ich mich nicht mehr so viel um ihn kümmern. Von seinen Verwandten kommt niemand mehr. Stell dir das mal vor. Alt, krank und völlig allein im Heim. Entschuldige, ich will dich nicht belasten. Aber du sollst auch wissen, wie es hier zugeht. Aber jetzt was Schönes. Der alte Knacker hat mir Geld geschenkt. Ich kaufe mir ein Motorrad. Da komme ich immer weg und auf andere Gedanken. Und ehe ich's vergesse, vielen Dank für das Foto. Du bist einfach spitze. Ich hab dich jetzt immer bei mir, in der Hosentasche. Und die Rose soll dir sagen, Fortissimo, dass ich dich sehr liebe. Guten Tag, Herr Maus. Ja, ja, das ist er. Schaut mal, läuft wie verrückt, bremst wie ein Panzer. Zack! Ein bisschen auspacken, dann können Sie ihn ja gleich mal ausprobieren. Um Gottes Willen, was machen Sie denn da? So fallen Sie ja gleich auf die Nase. Schauen Sie mal, rechte Hand hier hin. Linke Hand dorthin. Na ja, noch ein bisschen üben, dann flitzen Sie morgen schon über den Flur. Kopf hoch, Herr Maus, das wird schon. Was? Bisschen üben, dann flitzen Sie morgen schon über den Flur. Wenn Sie noch Fragen haben oder irgendwas brauchen, Einlagen, Bandagen, Rollstuhl, rufen Sie mich an, Eggerstedt. Klaus Eggerstedt. Ja, ich werde mal wieder. Also denn, Hals und Bein brauch ich. Na bitte, geh doch. Bloß noch ein bisschen üben. Von rumflitzen, Herr Eggerstedt. Kann allerdings absolut nicht die Rede sein. So. Jetzt noch ganz schnell über die Rampe. Oh. Endlich wieder im Garten. Wozu brauchen wir eigentlich noch einen Zaun? Für mich ist der Weg jetzt immer da zu Ende, wo ich wieder umkehren muss, weil ich zu schwach bin. Aus und vorbei, die wirkliche Welt liegt hinter dir. So, ja, wartet mal ab. Auch euch wird Herr Eggerstedt noch aufsuchen. Mit dem Gehwagen einfach so rein in den Sarg, das wird wohl nicht klappen. Vor Umwandlung und Geburten kommen immer erst noch Schwangerschaften. Und die gehen ja, wie wir wissen, meist nicht ohne Komplikationen vorbei. Was ist jetzt eigentlich verhängnisvoller? Auf die Welt kommen oder aus der Welt gehen?
Na, Herr Maus, wie ich hörte, hatten Sie inzwischen einen unangenehmen Ausflug. Man sieht es Ihnen an, es tut mir leid. Wie fühlen Sie sich? Immer besser, Herr Doktor. Auch wenn Sie Urlaub machen, geht hier keiner zugrunde. Wirklich ein ordentlich geführtes Haus, man sorgt sich um mich. Neuerdings fahre ich sogar Motorrad. Bitte? Es lenkt ab. Von allem. Haben Sie es nicht gesehen? Da, hinterm Bett. Was soll denn das jetzt wieder, Herr Maus? Sie müssen endlich anfangen, Ihren Zustand zu begreifen und Ihre Krankheit akzeptieren, sonst gibt's ein böses Ende. Na, das ja sowieso. Darum setze ich auch keinen Helm mehr auf. Jetzt reden Sie doch keinen Unsinn. Darum wollte ich Sie gerade bitten. Wenn ich keinen Humor hätte, Herr Maus, dann würde ich Ihnen diese Äußerung jetzt übel nehmen. Was soll ich eigentlich Ihrer Nichte sagen, wenn sie sich erkundigt, wie es Ihnen geht? Schauen Sie in die Akte. Steht alles drin. Und danke für die Rose. Sie war zwar schon etwas zerbröselt, aber ich habe mich trotzdem gefreut. Hm. Mein Vater hat gelacht und gesagt, er hätte gar nicht gedacht, dass die heutige Jugend noch so romantisch ist. Ja, von wegen, du, von wegen. Schön, dass es dir und Herrn Saum wieder besser geht. Eigentlich komisch, dass du so viel von ihm schreibst, wenn du ihn nicht magst. Gratuliere zum Motorrad. Aber ich will jetzt ein Foto. Alle meine Freundinnen haben ein Foto von ihrem Freund. Kapiert? Deine Liebesschwüre kannst du dir... Ich will jetzt wissen, wie du aussiehst. Also. Am 6. Januar waren wir in der Kirche. Epiphanias. Das ist hier ein ganz großes Fest. Ikonen, Weihrauch, Kerzen. Ich sag dir einfach super. Die norddeutschen Pastoren sollten sich mal was von den griechisch-orthodoxen abgucken. Dann hätte ich mich bestimmt konfirmieren lassen. Aber unser Pastor mit seinem Gottesdienst war einfach zu öde. Pass gut auf dich auf und bitte, fahr nie ohne Helm. Marie. Typisch, Frau. Jetzt macht sie auch besorgt. Das steht Ihnen aber gut. Ja, ja, ich weiß. Fast wie so ein Prinz aus Tausend und einer Nacht. Vielen Dank. Das hat mir gerade auch gefehlt, wenn die ja bloß nicht immer so viel wischen würden. Ja, ja. Liebe Marie. Reg dich nicht auf. Ich bin gestürzt. Nachts auf der Landstraße. Nur eine Platzwunde. Aber alle Haare mussten runter und jetzt Kopfverband. Mit dem Foto wird es also erstmal nichts. Tut mir leid. Aber ich verschicke keine Köpfe in Weiß. Bitte werd nicht zur Kanzelschwalbe. Dann kriegen wir Krach. Ich habe Herrn Saum von deinem Brief erzählt und er hat gekrächzt. Gib Acht auf dein Vögelchen, Junge. Weihrauch macht blind fürs Leben und die Seelenfänger in Talar sind nicht von Pappe. Und vergiss nicht, dass wir so schnell wie möglich nach Australien wollen. Glaub mir, ich liebe dich. Sie sind ein bisschen spät, Herr Saum. Mussten Sie Ihren Kopfputz noch richten? Einen kleinen Kirsch, Herr Saum. Oder Herr Maus. Oder wie heißen Sie denn nun eigentlich? Das kommt darauf an, wer fragt. Man kann doch unmöglich für jeden derselbe sein. Sie zum Beispiel sind für mich meine kleine Nachtmusik. Oh, wie nett. Denn bleib ich lieber bei Saum, wegen Paolo. Er mochte keine Mäuse. Wirklich gemütlich bei Ihnen. Sieht so aus, als hätten Sie einiges aus Ihrem Leben retten können. Ich habe nur noch meine Schreibmaschine. Und Marie. Marie? Ja, ist eine Freundin in Athen. Oh, Athen ist weit. Ja, das schon, aber wir schreiben uns. Briefe sind Papier. Nein, nein, nein. Briefe sind Hoffnungen, Hilfe und Trost. Alles nichts zum Anfassen. Der Mensch braucht was zum Anfassen. Mein Paolo zum Beispiel. Er hat einen seidigen Bart und ein wunderbar weiches Fell. Ein Fell? Ja, Paolo war mein Kater. Da hängt er. Eifersüchtig.
Mehr als 20 Jahre habe ich mit ihm in Milano zugebracht, nachdem mein kleiner Opernsänger Antonio abgehauen ist. Ich hatte ein kleines Lokal. Wir haben die Spaghetti mit Verdi-Arien aufgetischt. Das Leben lief so vor sich hin. Ich habe 20 Pfund zugenommen. Aber ich habe mich gegen allem zur Wehr gesetzt. Heiratsanträge, Glücksspiel und den Wein. Früher war ich Krankenschwester. Na ja. Geboren bin ich in Altenwerder. Also bin ich nach Paolos Tod wieder in den Norden zurückgekommen. Ich will nicht in solche Schrankwand hoch oben. Tote gehören unter die Erde. Tja, und nun ist das bald soweit. Ich sitze im Wartezimmer und warte gespannt darauf, wenn ich aufgerufen werde. Hallo, mein Lieber, du spinnst ja. Warum trägst du keinen Helm? Hättest du auf mich gehört, wäre dein Kopf noch ganz und ich hätte endlich ein Foto. Wie lange soll das denn noch dauern? Wenn ich das doch bloß wüsste, Marie. Wegen der Kirche brauchst du nichts zu fürchten. Mir gefällt einfach die Stimmung, kapiert? In den riesigen Markthallen kann es ganz schön stinken und überall in der Stadt liegen tote Katzen herum. Eklig. An ihr Geschrei nachts habe ich mich allerdings inzwischen gewöhnt. Ich kann jetzt schon ein bisschen Griechisch. Sarapo. Rate mal, was das heißt. Steht auf der Rückseite. Ich liebe dich. Ich muss sie hinhalten. Egal wie. So, wir steigen nun mal um, Herr Sauer. Die Buddelkirche ist nämlich leer. Na? Grappa. Ja. Als wenn ich das nicht geahnt hätte. Fantastisch. Wo nehmen Sie bloß den ganzen Kram her? Man muss nicht alles hinterfragen, Herr Saum. Das Leben steckt voller Wunder. Rechnen Sie einfach eine Buddel Grappa in Haus Lebensabend mit dazu. Salute. Wissen Sie, dass Sie allmählich aussehen wie ein... Soll ich gehen? Ja, nun seien Sie doch nicht so empfindlich. Ich mache mir Sorgen. Frauen machen sich immer Sorgen. Besonders um Männer. Die Männer sind nie so, wie die Frauen sie sich wünschen. Das sollten sie doch nun wirklich gelernt haben in ihrem langen Leben. Nicht mal Paolo war ideal. Aber fast, wenn er bloß nicht so eifersüchtig gewesen wäre. Sehen Sie immer dieses Wenn. Immer diese kleine Einschränkung zwischen Mann und Frau. Und dazu dann auch noch dieses grauenhafte Dann. Wenn, dann. Diese irrationale Hoffnung der Frauen, der die Männer nie entsprechen können und auch gar nicht entsprechen wollen. Charlotte zum Beispiel hat sie mir gesagt, als sie ging, wenn du bloß einmal Rücksicht auf mich genommen hättest, dann... Beim Spaziergang habe ich immer auf dich warten müssen, aber im Bett... Reden wir nicht mehr davon. Eigentlich war ich froh, als sie weg waren. Das tut mir leid, aber ich fürchte, Sie müssen mir helfen. Prego, Signore. Aber eines müssen Sie mir versprechen. Bevor Sie sich hier ein für alle Mal vom Acker machen, sagen Sie mir Bescheid. Ich mache Ihnen dann das Fenster ganz weit auf, dass die Seele sich nicht stößt beim Rausfliegen. Vielleicht darf ich im Sommer nach Deutschland. Von Juni bis August haben wir Ferien. Soll ich dich besuchen? Besuchen? Was?
Ja, natürlich. Natürlich sollst du mich... Nee, das heißt, das geht doch nicht. Das geht doch nicht! Du solltest jetzt Schluss machen, Franz. Nach Australien abhauen, egal wohin. Die Spuren verwischen, alles wäre vorbei. Ein verlassenes Mädchen mehr auf der Welt, das ist doch nichts gegen das... Und du willst wahrhaftig kommen. Ja, und dann? Was dann? Komm, stopp jetzt. Ganz ruhig, alter Junge. Alles der Reihe nach, noch ist sie ja nicht da. Liebe Marie, der Verband ist ab. Nur eine kleine Narbe ist noch zu sehen. Mach dir also keine Sorgen. Und von Verwirrung kann nicht die Rede sein. Außerdem zeigen sie schon die ersten Stoppeln. Du wirst sehen, mit dem Frühling kommt ein Foto. Und du willst tatsächlich kommen? Schreib mir wann. Und ich fliege dir mit meinem Motorrad entgegen. Hier sind die Fotos, die du haben wolltest. Wenn du sonst noch was willst, dann sag's bitte. Was ist denn noch da? Bücher, Manuskripte, zwei Ölbilder, Kleinkram. Und meine Möbel? Franz, du weißt doch ganz genau, dass wir keinen Platz für deine Möbel haben. Was heißt denn ihr? Ich bin doch auch noch da. Na klar, könnt ihr mich nicht mehr vorzeigen, aber ich lebe, ich atme. Ich gehe mit meinem Rentner Porsche im Garten spazieren, trinke Grappa mit Frau Buratti. Besuche keine Bastelstunde. Und ich liebe Marie. Marie? Wer ist das denn nun wieder? Hör zu, ich will doch nur dein Bestes. Das Geld, was ihr für meinen Plunder gekriegt habt, denn wenigstens für einen Zweitwagen gelangt. Zweitwagen? Sag mal, was hast du überhaupt für Ideen, in was für Verhältnissen Klaus und ich leben? Sei froh, dass du deinen Gehwagen gekriegt hast. Wenn das nach Klaus gegangen wäre, dann... Soll ich vor dir knien? So, jetzt pass mal auf. Ich brauche nächstens noch viel mehr. Zum Ersten, ein Sportwagen mit roten Ledersitzen. Und zweitens, Geld. Geld? Wozu brauchst du denn Geld? Du hast hier doch alles. Ich möchte gern mal nach Las Vegas fahren. Mal so richtig auf den Putz hauen, auch mit Frauen. Verstehst du? Wie du redest, Franz, das ist widerlich. Ist widerlich? Du hast wohl immer noch nicht kapiert, dass alte Leute keine Bekloppten sind und auch keine Wickelkinder, die man bloß noch trockenlegen oder ausfahren kann. Signora Cosa Fatte, avanti, avanti, presto, presto. Bravo! Bravissimo! Das war ja fast bühnenreif. Signor! Sie sind leichtsinnig, Herr Saum. Vorsichtig! So einem Menschen darf man nie etwas von einem Sportwagen mit roten Ledersitzen oder Las Vegas erzählen. Sie haben gelauscht. Überhaupt nicht. Ihr Klönschnack war bloß ein bisschen laut. Und ich warne Sie. Leute, die keinen Humor haben, verstehen gern mal was verkehrt und machen dummes Zeug. Darf ich Sie nach all der Aufregung vielleicht ins Kino einladen? In den alten Film Jugend mit Franz Saum in der Hauptrolle? Oh, wie süß. Dick sind sie nie gewesen, wie es scheint. Der Lütte Franz sieht genauso aus wie der große Franz. Und hier, mit Schultüte und Ringelsäckchen. Wie nett. Ein bisschen älter. Und hier, was haben wir denn hier? Im Rollstuhl? Kinderlähmung. So. Danach nicht mehr vorzeigbar. So, Schluss! Aus.
Das Foto, auf das ich eigentlich aus war, das fehlt. Franz Maus als junger Mann. Ich hätte es so dringend gebraucht. Heiratsschwindler, Sie? Dass man sich so irren kann. Was Heirat? Hören Sie zu. Ich liebe Marie. Und das hat mit Eheversprechen oder Eheverträgen oder mit Gütertrennung oder Gütergemeinschaft oder mit Hochzeitsnachten überhaupt nichts zu tun. Dass Sie mich nicht verkehrt verstehen. Marie ist 16. Inzwischen vielleicht 17. Ich weiß nicht mal, wann sie Geburtstag hat. Und sie lebt in Athen. Also wirkliche Liebe. Wie aufregend. Warten Sie. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Was mit Hexen einmal eins? Ich bin doch nicht Heinrich Faust. Aus mir können nicht mal Sie wieder einen jungen Mann machen. Reden Sie kein dummes Zeug. Ja. Gefällt er Ihnen? Vor 15 Jahren habe ich ihn mal aus dem Meer gefischt. Seitdem schickt er mir Fotos. Er heißt Giorgio und ist vor 2 Wochen 22 geworden. Aber das vergessen wir wohl lieber. Ist der nicht eine Nummer zu? Was? Ich weiß nicht so recht. Oh, diese Männer. Auf der einen Seite wollen sie aussehen wie ein junger Gott und auf der anderen Seite trauen sie sich nicht zu. Ich gebe Ihnen den guten Rat. Verwandeln Sie sich in Giorgio, ehe das zu spät ist. Franz Maus. So. Und das schicken Sie nun ab. Ach, Marie. Wie gerne würde ich jetzt mit dir durch einen Sommerwald laufen. Ohne zu hinken. Und ohne Eisengestell. Braucht doch eigentlich gar nicht viel zum Glücklichsein. Na? Bleiben Sie, wo Sie sind, oder es knallt! Nun mal ganz ruhig, Herr Maus. Wieso denn so aggressiv, ne? Ich will Ihnen doch nichts. Wir haben uns bloß Sorgen um Sie gemacht. Sie sind schon seit ein paar Stunden überfällig. Und Sie stören mich! Sie stören mich ganz erheblich! Da kann ich es auch nicht leiden, wenn sich einer Sorgen um mich macht. Aus dem Alter bin ich raus! Ich kann schon allein im Garten spielen! Oh, wie ich das alles hasse! Die ganze alten Stadt, diese sabbernden Greise, diese harmlosen Engel. Verstehen Sie? Sie können ja noch abhauen. Die Wochenenden mit Ihrer Freundin verbringen, wenn Sie eine haben. Das Leben genießen, aber ich... Fertig? Wenn Sie das genau wissen wollen, Herr Maus. Ich mag Sie auch nicht. Aber was sollen wir machen? Ich arbeite hier und Sie leben hier. Auf irgendeine Art muss ich mein Geld verdienen, um Sie Ihre letzten Tage zu bringen. Wenn das nach mir ginge, würde ich mit meiner Freundin auf der Stelle nach Australien abhauen. Australien? Da wollte ich auch schon immer hin. Dafür ist es jetzt wohl ein bisschen zu spät. Emma. Ah!
Wenn Sie nicht mehr zum Essen erscheinen und auch tagsüber im Bett bleiben, muss ich leider Meldung machen. Darf ich denn hier überhaupt nichts mehr machen, ohne dass es einer merkt? Dass er mir rumnagelt! Ich bleibe im Bett. Schließlich ist heute Karfreitag. Na und? Der Kirschkuchen im Schwesternzimmer hat trotzdem geschmeckt. Und für einen Fastentag sind Sie der falsche Kandidat, Herr Maus. Nun hören Sie doch auf mit dem Unsinn. Ich möchte Ihnen gern die Zwangsernährung von Dr. Kruse ersparen. Darf ich mich denn nicht mal mehr verweigern? Seid ihr denn jetzt alle hier völlig verrückt geworden? Mein Leben gehört mir, mir ganz allein. Ich kann damit machen, was ich will. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie unterbreche, Herr Maus. Aber das stimmt nicht ganz. Sie sind hier im Haus Lebensabend und der Vertrag liegt unterschrieben in der Akte. Sie gehören uns. Übrigens, wir haben Herrn Eggerstedt angerufen. Im Rollstuhl wird das Leben wieder leichter. Glauben Sie mir. Hier, von Ihrer Nichte. Sie kommt Ostern nicht, hat sie ausrichten lassen. Ein Lichtblick in düsteren Zeiten. Nehmen Sie die Blumen, Frau Buratti. Lassen Sie herzlich von Herrn Saum grüßen. Ostern schien die Sonne. Und wie die Heuschrecken sind die Besucher hier eingefallen. Überall Stimmen und Lachen. Andauernd klappen die Autotüren. Ankommen, abfahren, begrüßen. Wiedersehen, sagen, zurückbleiben. Flucht! Wie sie alle versucht haben, mitzuhalten, mit ihren Stöcken zu rennen, ihren Gehwagen eleganter zu schieben. Aber immer dieselben Fragen, geduldig zu antworten. Geht es dir besser? Ja, ja. Schmeckt dir das Essen? Ja, ja. Was sagen die Ärzte? Ja, ja. Kannst du nachts wieder schlafen? Ja, ja. Ballast. Ballast sind wir Alten. Stolpersteine, an denen sich die Jungen stoßen. Die Rollstuhlfahrer in Wolldecken eingemummelte Schemen mit weißen Gesichtern. Und über ihnen die in ein paar Jahren an ihrer Stelle sitzen werden. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Ein Glück, dass Anne nicht gekommen ist. Der wäre auch nichts anderes eingefallen, als mich auszufahren. Sobald ich mein Abitur habe, hau ich ab. Ist zwar blöd für meine Mutter, aber ich mach das hier keinen Tag länger als nötig mit. Ja. Wir sollten uns so bald wie möglich sehen. Und später nach Australien. Bitte schick mir doch endlich ein Foto. Deine Haare müssten doch jetzt nachgewachsen sein. Marie. Wirklich ein fantastisches Paar. Ostern war eine Katastrophe. Invasion der Verwandten. Die sind hier mit Nougat-Eiern und Schokoladenhasen eingefallen, wie auf einem Kinderfest. Die meisten Alten sind völlig durchgedreht. Und heute geht das heulende Elend um. Aber zum ersten Mal schien die Sonne. Und ein Kollege hat mich geknipst. Sobald der Film voll ist, wird er entwickelt und du bekommst endlich ein Foto. Herr Saum spielt jetzt häufig Versteck im Park. Hockt stundenlang auf seinem Gehwagen, keiner weiß, wo er ist. Aber er hat noch ein paar Überraschungen parat. Gestern drohte er zunächst zwar, mich zu erschießen, als ich ihn fand, klimperte dann aber ganz plötzlich mit einem Autoschlüssel herum.
Wenn du dein Motorrad in Zahlung gibst, wird es reichen, mein Junge. Und die Klapperkiste hinten auf dem Parkplatz ist deine. Ich habe ihm von unseren Plänen, nach Australien auszuwandern, erzählt. Und er hat gesagt, da wollte er auch schon immer hin. Solange der Mensch lebt, hat er auch Träume. Und möchte lieber ein anderer sein. Wer möchte schon er selbst sein? Wer zum Beispiel Franz Maus? Giorgio vielleicht? Niemals. Der hat was anderes vor, als bloß noch für eine kurze Zeit im Rollstuhl zu sitzen und bittere Tropfen zu schlucken. Also kann ich ihn mir auch nicht ausleihen, in seine Haut schlüpfen und behaupten, er zu sein. Das wäre gelogen. Giorgio ist nicht Franz. Auch wenn Franz 100-mal lieber Giorgio wäre. Verzeih mir, Marie. Wir wären ein wunderbares Paar. Aber es geht nicht. Ich kann lügen. Durfte es ja nun leider nicht sein, wie ich gehört habe. Ich wollte ein Sportmodell mit roten Ledersitzen, egal was es kostet. Waren Sie früher in der Autoindustrie? Nee, trotzdem träume ich von edlen Schlitten. Ach, nehmen Sie diesen. Einfaches Handling, schnittig, Handbremse, leicht hochklappbare Fußstützen, echtes Kunstleder. Sehr strapazierfähig. Soll ich damit zu meiner Beerdigung fahren? Bitte? Sagen Sie mal, sind Sie schwerhörig? Passen Sie auf, in Ihrem Alter fängt das ganz schleichend an. Schwerhörigkeit, Vergesslichkeit, Orientierungslosigkeit. Auch unkontrolliertes Harnlassen tritt oft schon bei Endfünfzigern auf. Wie Sie meinen, Herr Maus. Sie können natürlich auch zur Konkurrenz gehen. Aber ich darf Sie darauf hinweisen, die nehmen da auch bloß ihre eigenen gebrauchten Geräte in Zahlung. Ganz schön lukrativ, das Geschäft mit den Alten, was? Guten Tag. Ostern in Athen ist ganz anders. Das Fest des Jahres. Wenn man das nicht kennt, kennt man auch Griechenland nicht. Ab Gründonnerstag wird gefeiert. Aber das erzähle ich dir alles, wenn ich da bin. Lieber Franz, so gern wäre ich jetzt bei dir. Alle hier haben einen Freund und hänseln mich mit meinem Nordpol-CV. Neulich hat jemand gesagt, an den glaube ich erst, wenn ich ihn gesehen habe. Vielleicht ist der ja nur aus Papier. Ich freue mich so auf ein Foto. Deine Marie. Liebste Marie, häng mich auf, aber das Foto ist futsch. Rucksack samt Kamera wurden meinem Freund geklaut. Bist du abergläubisch? Erst Unfall, dann der Kopfverband, jetzt Diebstahl? Vielleicht soll es nicht sein. Ich jedenfalls hab die Schnauze voll. Entweder liebst du mich auch so, oder wir packen ein.
Ich kutschiere jetzt oft mit Saum und Buratti herum. Manchmal habe ich das Gefühl, er hat mir das Auto nur geschenkt, damit er sie ausführen kann. Aber was soll man machen, wenn der Frühling einen alten Knaster zum Balzen bringt? Unglaublich verknallt ist er in sie. Und irgendwie kann ich ihn auch verstehen. Warum sollte man sich denn im Alter nicht genauso verlieben wie wir? Vielleicht hilft es beim Überleben. Wie uns. Ach, Marie, sei mir nicht böse, dass ich so bin, wie ich bin. Frau Schröder ist tot. Ah ja? Ich wollte mitgehen zu ihrer Beerdigung, aber die Pfleger haben es nicht erlaubt. Bloß für Angehörige. Bei Paolo ist die ganze Straße mitgegangen. Grässlich, dieser Laden hier. Nix kriegen sie auf die Reihe. Nicht kochen, nicht trösten, nicht mal trauern. Finden Sie nicht auch, dass es ungerecht zugeht auf der Welt? Wenn Sie mit mir darüber diskutieren wollen, warum einige Menschen hübsch, die anderen hässlich, ein paar reich und ganz viele arm sind, dann langweilen Sie mich, Herr Saum. Für mich ist das Hässliche nämlich schön und das Schöne öd. Wir beide zum Beispiel, wir sind doch bestimmt noch Menschen, die man gern noch ansieht. Naja, jeden auf seine Art. Wir beide wären auch mit Geld keine glücklicheren Menschen geworden. Wenn ich mich da jemals drum geschert hätte, dass ich keine schöne Frau bin, die nicht mal Vermögen hat, dann wäre ich ja längst tot. Sich über sowas zu ärgern, hat gar keinen Sinn. Aber Sie quälen sich wegen Ihrem Hinkepot Jümmers noch. Ich sag Ihnen das auf den Kopf zu. Im nächsten Leben kommen Sie als King Kong auf die Welt. Sie glauben an Wiedergeburt? Diskutieren wir nicht lange. Treffen wir uns einfach im nächsten Leben wieder. Oder komme ich Marie in die Quere? Ach, was, Marie? Dann ich wohl eher Paolo. Sie sind zäher als er. Kompliment. Ich hätte nie gedacht, dass Sie so lange durchhalten. So ganz nebenbei. Hätten Sie sich nicht ein etwas fröhlicheres Modell aussuchen können? Was wollen Sie denn? Ist so schnittig. Einfaches Handling. Strapazierfähiges Kunstleder. Was für Ausdrücke. Hast du das gehört, Paolo? Er hätte kein Wort verstanden. Übrigens ist unser Giorgio inzwischen bei unserem kleinen Vogel angekommen? Ja, bestimmt. Und? Die Antwort steht noch aus. So schönes Wetter und so schlechte Laune, das passt nicht zusammen. Jetzt lassen Sie mich doch in Ruhe! Wie Sie wollen, Signore. Buongiorno! Ja. Herr Maus! Herr Maus! Herr Maus? Was soll das denn jetzt wieder? Wir suchen Sie überall. Frau Buratti hat gesagt, dass Sie mit Ihren Streitwagen auf der Landstraße unterwegs sind. Wir haben fast schon die Polizei alarmiert. Na? Ich mache jetzt ein paar Wochen Urlaub, Herr Maus. Ich bitte Sie, lassen Sie das nach. Machen Sie nachts keine Spazierfahrt mehr mit Ihrem Streitwagen. Womöglich hat nämlich von den Kollegen niemand Lust, nachts noch im Park nach Ihnen zu suchen. Wohin soll's denn gehen?
Lappland. Aha. Wieso? Kann ich Ihnen ja keine Grüße nach Athen mitgeben. Liegt leider nicht auf meinem Weg. Das beruhigt mich aber. Mhm. Fahren Sie eigentlich allein? Seien Sie nicht so neugierig, Herr Maus. Sie sind doch kein kleines Mädchen. Also, schönartig sein, ja? Was hat es denn nun eigentlich auf sich mit Athen? Seien Sie doch nicht so neugierig. Sie sind doch kein kleines Mädchen. Dann möchte ich Sie auch bitten, aufzustehen. Sie dringen in meine Intimsphäre ein. Sie machen es einem aber auch wirklich nicht leicht. Hauslebensabend. Ein Ort der Prüfung. Ich zum Beispiel, ich warte schon seit mehr als 14 Tagen auf ein ganz wichtigen Brief. Hab Dank für deinen Brief. Tja, c'est la vie. Wann bekommst du Urlaub? So unglaublich. Beklagt sich überhaupt nicht wegen des Fotos. Oh Mensch, du bist klug, Marie. Wir hätten gut zusammengepasst. Ich hätte dich auf der Stelle geheiratet. Geht's Ihnen nicht gut, Herr Maus? Sie haben noch Licht? Na ja, ganz im Gegenteil, ich bin bloß verliebt. Sie sind mir ja einer. Mit 72 Liebesbriefe lesen. Und auch noch nachts. Aus dem Alter bin ich ja sogar schon raus. Das kommt wieder, Josephine. Soll ich Ihnen was zum Schlafen bringen? Nein, nein, auf keinen Fall. Eure Narkosen speichen mir für andere Gelegenheiten auf. Und ich muss Marie sofort eine Antwort schreiben. So gut möchte ich das auch mal haben, aber mir schreibt ja kein Mensch. Geben Sie doch meine Anzeige auf. Anzeige? Auf sowas antworten bloß Betrüger. Und im August darf ich endlich meine Oma in Hannover besuchen. Stell dir vor, dann können wir uns sehen. Von dort aus ist es nur ein Katzensprung. Freust du dich, dass ich komme? Ich bin ganz aus dem Häuschen. Oh mein Gott. Liebste Marie, jetzt zähle ich die Wochen. Die Idee ist spitze, der Termin passt. Ruf vom Flughafen an und ich hole dich mit dem Auto ab. Saum und Burati haben sich verkracht. Jetzt muss ich ihn nach draußen auf die Terrasse schieben. Da döst er stundenlang. Die beiden haben echt ihre Macken. Manchmal denke ich, wenn ich hier nicht bald wegkomme, werde ich noch verrückt. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du kommst. Was ist denn? Nein, bitte nicht! Ich mag keine Tränen! Entschuldigen Sie bitte, Herr Maus, aber irgendwann werden Sie es ja doch erfahren. Jochen Schmalz ist tot. Er ist verunglückt. In Lappland? So weit ist er gar nicht gekommen. Sein klapperiger Golf ist in Schweden auf der Landstraße in Flammen aufgegangen. Und seine Freundin? Liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Siehst du, Marie? Auch auf die jungen Männer ist kein Verlass. Geht nicht immer der Reihe nach. Irgendeiner ist immer der Nächste, ganz wahllos. Schade, dass ich es nicht war. Für dich wäre es jetzt besser, ich wäre tot. Oder noch besser, es hätte Franz Maus nie gegeben. Frau Burati, ich will hoffen, Sie haben auch ein bisschen Arsen in Ihren Giftschrank retten können.
Selbstmord? Madonna, Paolo, hast du das gehört? Dieser junge Mann will sich das Leben nehmen. Kommt überhaupt nicht in Frage, Herr Saum. Jeder hat so lange zu warten, bis er an der Reihe ist. Also etwas Geduld, bitte. Sie werden schon noch aufgerufen. Genial, dass alles klappt. So kann ich die restlichen Schultage noch überstehen. Und den Familienurlaub auch. Ich checke jetzt Flugpreise. Meine Oma zahlt was drauf. Und nun muss ich wieder büffeln. Nicht nur arme Zivis haben es schwer. Marie. Sie wird kommen. Es gibt kein Zurück mehr. Das ist gut so. Das ist unsere einzige Chance. Ich werde in die Augen sehen und sagen, verzeih mir, Marie. Es gibt so viele junge Männer auf der Welt. Trauer nicht um mich. Vergiss mich. Und lebe. Lebe. Ehe es zu spät ist und du eine alte Frau bist. Das geht schnell, Marie. Glaub mir. Und du musst sofort kommen. Bis August schaffe ich es auf gar keinen Fall mehr. Liebste Marie, halt dich fest. Mein Onkel hat telegrafiert, ich soll sofort zu ihm nach Australien kommen. Bitte verzeih, aber das ist die Chance meines Lebens. Ich muss auch an meine Zukunft denken. Ab 15. Juni kann ich weg, alles geregelt. Komm also bitte gleich, wenn du Ferien hast. Dann machen wir uns noch ein paar ganz tolle Tage. Du wirst staunen. PS, noch eine kleine Hiobsbotschaft. Das Auto ist kaputt, Achsenbruch. Also nimm am Flughafen den Bus. Er fährt direkt hierher. Alles löst sich auf. Heute Nacht war plötzlich das ganze Bett voll Blut. Marie! Hör mal aus. Eben hat deine Frau angerufen und will sie ausrichten lassen, dass sie nun am Flughafen. Soweit alles okay bei uns? Ja. War aber eher eine junge Stimme. Na ja. Frau Buratti. Frau Buratti. Schnell. Fahren Sie mich auf die Terrasse. Weiter. Bis auf die Wiese. So, 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 bis hier. Stopp. Das wär's dann. Lassen Sie mich bitte allein. Frau Buratti.
heute Abend. Wenn Josephine gegangen ist, könnten Sie dann bitte so freundlich sein und mein Fenster öffnen? Ich glaube, es ist soweit. Und ich möchte nicht gern. Was denkst du? Ich weiß, was du siehst. Eine Wiese im Abendlicht. Einen schwarzen Rollstuhl von hinten. Zwei Schultern. Einen mageren Hals. Wenig Haar. Was sagst du?